Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Alltechnisch. Heute gibt es eine kleine Twitter-Kritik wieder, Review quasi. Und zwar hat Warner Bros. Vorgestern den neuen Trailer zu Interstellar veröffentlicht. Ja, was soll man dazu sagen? Interstellar, eines meiner meist erwartesten Filme dieses Jahres. Und in dem neuen Trailer sehen wir wieder ein bisschen mehr Bilder. Und die musikalische Untermalung auch perfekt. Zwar noch nicht von Hans Zimmer, sondern von Thomas Bergesen. Aber auf jeden Fall krasse Musik. Ich freue mich schon auf die Musik von Hans Zimmer im Film. Und in Interstellar geht es eben darum, dass Cooper eine wichtige Entscheidung treffen muss. Lässt er seine Familie da und geht nach oben, beschützt die Welt oder bleibt immer bei seiner Familie. Und dann begibt er sich eben auf eine Reise durch Wurmlöcher und interstellare Reisen zum neuen Planeten. Und der neue Trailer finde ich so episch und so genial. Und das ist auch bis jetzt der beste Interstellar-Trailer. Also den Link dazu packe ich euch natürlich in die Beschreibung, weil hier einblenden darf ich das, glaube ich, noch nicht. Oder ja. Aber ja, der Trailer ist einfach grandios. Wir sehen hier auch wieder die Schauspieler. Wir haben hier natürlich Matthew McConaughey in der Hauptrolle, wir haben Jessica Chastain, wir haben Anne Hathaway und natürlich Michael Caine, der darf in keinen Christopher Nolan-Film fehlen. Und ja, Christopher Nolan ist einfach der Regisseur, der mein Fachregisseur, der einfach so Filme macht, die einfach so genial werden. Und er hat auch gemeint, dass Interstellar ein Spiegelbild von Inception sein wird. Also er wird Inception ähneln. Ich bin sehr gespannt, wie sehr stark sie sich ähneln. Ich hoffe nicht sehr stark. Ich hoffe, dass Interstellar so eine eigene Note bekommt und einfach ein hammergeiler Film wird. Von daher, schaut euch den Trailer an. Zu den Trailer kann ich einfach nicht sagen, die ist einfach nur grandios. Und die Bilder sehen echt alle echt aus dem Christopher Nolan-like. Echt typisch, dass es da alles realistisch aussieht. Und es basiert natürlich auf die Theorien von Kip Thorne. Dazu gibt es auch ein Featurette, den kann ich auch verlinken. Und ja, dann war es das auch schon für dieses kurze Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könnt und mich abonnieren könnt für weitere Videos. Und ja, dann bleibt mir noch eins zu sagen. Wartet auf den 6. November, da startet der Film und schaut den auf euch auf jeden Fall an. Das werde ich natürlich tun.